Yo Freunde, ganz herzlich willkommen zum neuen Video. Wir haben jetzt 6 Uhr morgens. Wir haben Dienstag 6 Uhr morgens. Ich habe 5 Stunden geschlafen. Aber das tut nichts zur Sache. Weil der letzte Full Day of Eating so gut bei euch ankam, mache ich direkt noch einen. Und ich beginne meinen Tag wie immer. Und zwar gehe ich jetzt wunderschön kalt duschen und wünsche euch einen schönen Morgen. So Freunde, und nach dem Fertigmachen, wisst ihr, habe ich im letzten Video auch gesagt, immer morgens nach dem Fertigmachen, nach dem Zähneputzen, Haare föhnen, dies, das, geht in die Küche, geht zu eurem Kühlschrank, greift hier unten in euer Kühlfach, holt die vorbereiteten Selleriestangen und Gurken raus, irgendeines, egal welche, und wisst ihr, was ihr macht mit der? Ihr legt jetzt hier hin, nachdem ihr hier alles aufgeräumt habt, natürlich. Und dann macht ihr euch einen wunderschönen Selleriesaft und eine Gurke am Morgen, Freunde. Denn so muss der Tag für mich beginnen. Das ist Fakt, das ist das Beste, was ich tun kann. Und deswegen, wie man sehen kann, geht's jetzt los. In den Tag, Freunde, mit dem Sellerie. Let's go. So Freunde, und zur Feier des Tages heute, weil ich euch ja heute mitnehme, gibt es heute noch einen kleinen Schuss Zitronensaft mit rein in den Sellerie. Einfach nur heute, weil eine Ausnahme ist, weil ich dachte, heute wird es extra schön für mich. Ein extra schöner Tag, weil ich hier das Ganze filmen kann. Und deswegen gibt es heute für mich noch einen Schuss Zitronensaft dazu. Und wenn ihr euch den Sellerie am Morgen richtig, also wirklich richtig delicious, schmackhaft machen wollt, dann müsst ihr euch hier ein paar Eiswürfel nehmen und müsst ihr noch ein, zwei Eiswürfel reinmachen, weil dann ist das schön gekühlt, schön angenehm. So ein kühles Getränk am Morgen, wer mag das denn nicht, Freunde? Wer mag das nicht? Ich muss ganz kurz meine Aussage zurücknehmen. Ich empfehle nicht jemanden, der zum ersten Mal sich Sellerie macht, direkt Zitronensaft dazu zu machen. Ist echt ziemlich sauer geworden, aber Ehrenmänner trinken das trotzdem aus und beschweren sich nicht, Freunde. Also Prost, Freunde, euch einen schönen Tag. Let's go. So Freunde, das hier ist quasi mein perfektes Frühstück. Das gönne ich mir jetzt noch nicht, ich habe jetzt noch nicht so viel Hunger. Das gönne ich mir später in der Berufsschule, so um schätzungsweise 11 Uhr, 12 Uhr, je nachdem wann ich Lust drauf habe. Und es ist jetzt quasi hier so ein extrem geiles Apfel-Zimt-Müsli, was ich geschenkt bekommen habe. Das probiere ich heute mal aus. Dazu gibt es eine Banane, 4 Datteln, eine Nussmischung, die ich mir selber zusammengestellt habe, und ein Eiweißshake. Ich nutze dazu keine Produktplatzierung, ich nutze dazu das Vegan Protein von Foodspring. Das schmeckt mir extrem lecker, ist von den Nährwerten extrem geil und ich kann mich damit echt nicht beklagen. Und ich bekomme keine Pickel davon, deswegen ist es extrem cool. Und das Ganze hat jetzt ungefähr 900 Kalorien. Und so in etwa könnt ihr euch auch jeden Tag bei mir vorstellen, dass das Frühstück immer extrem viele Kalorien hat. Und was auch immer, ich mache mich jetzt fertig für die Berufsschule und wünsche euch allen, wie immer, einen schönen Tag, Freunde. Let's go! Wir zerstören, ich zitiere, den Tag heute, Freunde. So, und als quasi Boost gibt es jetzt für die Schule noch so einen Volvic-Tee hier.
Ich weiß, nicht so gesund, Zucker, Kalorien, aber ich bin extrem schlecht darin, mich in der Schule zu konzentrieren. Und Zucker trägt zur Konzentrationsfähigkeit bei mir extrem positiv bei. Deswegen nehme ich das hier mit, um einfach ein bisschen was zu haben im ersten Block. Aber Freunde, jetzt habe ich euch genug aufgehalten. Tag beginnt jetzt endlich mal. Wir haben jetzt auch 7 Uhr 2 oder 3 und ich fahre jetzt zur Schule. So Freunde, so schnell kann Zeit vergehen. Wir haben jetzt 8 Stunden später, wir haben 15.30 Uhr und ich bin schon ziemlich geschafft von dem Tag. Ich kann positiv anmerken, dass wir immer noch bei den geplanten Kalorien sind. Es kamen noch ein paar dazu. Ich musste die Milch noch oben drauf rechnen und ich habe noch einen Eistee getrunken. Wir sind jetzt insgesamt bei 1282 Kalorien. Hier in der Fitbit App mache ich das Ganze. Und ich würde vorschlagen, wir hasseln jetzt noch ein bisschen. Ich werde jetzt noch ein Video schneiden, was heute online kommt. Und dann würde ich vorschlagen, nehme ich euch gleich mit zur letzten Mahlzeit. Ich mache jetzt so 2 Stunden Ruhe, ein bisschen Ruhe. Ich werde jetzt Video schneiden, dann werde ich mich ein bisschen hinlegen, ein bisschen YouTube schauen und dann ganz entspannt. Ich würde sagen, so 17 Uhr, 17.30 nehme ich euch mit zur letzten Mahlzeit und zeige euch dann, wie das Ganze so aussieht. Denn heute wird es richtig, richtig lecker, Freunde. Mit lecker meine ich auch lecker, also würde ich sagen, bis gleich, Freunde. Sorry, Freunde, ich habe mich jetzt gerade noch dazu entschieden, mir noch nebenbei beim Videoschneiden was zu gönnen. Und zwar bin ich jetzt bei 1480 Kalorien und gönne mir noch eine Banane. Ihr werdet heute merken, ich finde Bananen sehr, sehr lecker. Also Bananen ist so mit meinen Hauptnahrungsmittel fast schon. Und dazu gönne ich mir Proteincreme von Foodspring. Keine Produktplatzierung, ist wirklich extrem lecker, kann ich wärmstens empfehlen. So Freunde, wir haben jetzt 17.33 Uhr und für mich heißt es endlich Abendessen Zeit und jetzt wird sich gegönnt. Ich schaue mir jetzt noch ein bisschen YouTube an, chill mich jetzt hier aufs Sofa und gönne mir jetzt hier eine Mischung aus Brokkoli, Reis und Sonnenblumenbrot, was extrem geil ist, die Kombination. Ich feiere das so extrem, die Mischung Reis mit Brot zu essen ist wirklich so extrem geil. Und da ich jetzt wieder etwas fester kauen kann, gönne ich mir direkt Brokkoli und ich würde sagen, Freunde, das wird sich jetzt gegönnt. Wie gesagt, wir sind bei 2414 Kalorien und danach gibt es noch einen Nachtisch, aber das seht ihr gleich. So Freunde, jetzt nochmal ganz kurz zu den Nährwerten. Ich habe es vorhin kurz angeschnitten, das war ungefähr 200 Gramm Brokkoli, 125 Gramm trockener Reis, sprich bevor er gekocht wurde, und wir hatten 5 Scheiben Roggenbrot. Und jetzt gibt es zum Nachtisch, wie man sehen kann hier, ein wunderschönes Bananenbrot, ist schon fast ein Kuchen, würde ich sagen, von der Konsistenz her. Habe ich vor 2 Tagen mit meiner Mutter zusammen gemacht und jetzt gönne ich mir den kalt als Snack sozusagen nebenbei. Hat ungefähr 500 Kalorien, glaube ich. Ich müsste dann ungefähr knapp bei 3000 Kalorien für heute sein. Habe damit eigentlich meinen Grundumsatz mit der Bewegung und so weiter und so fort gut abgebaut. Ich würde sagen, den gönne ich mir jetzt erstmal. Danach schaue ich mal, was ich noch mache, wenn ich noch irgendwas heute mache. Mal sehen. Auf jeden Fall ist draußen extrem schönes Wetter. Ich gönne mir hier ein bisschen Fernsehen und ein wenig Entspannung, Freunde. So Freunde, wir haben jetzt mittlerweile, ich glaube, 1.14 Uhr. Nicht nur, ich glaube, ich sehe es gerade, 1.14 Uhr. Der Tag war wieder sehr lange. Ich gönne mir jetzt hier, wie immer, jeden Abend fast eigentlich einen selbstgemachten Kakao. Und der hat ungefähr 200 Kalorien, habe ich gerade getrackt. Sprich, wir sind jetzt bei 3114 Kalorien oder so. Und das war es dann endgültig für heute. Und ich würde sagen, weil ihr alle da draußen solche Ehrenmänner seid, gibt's mein Frühstück morgen früh. Ihr könnt euch schon denken, was für ein Frühstück das ist. Auch noch dazu. Also würde ich sagen, bis morgen früh, Freunde. Like
So, Freunde, ich würde sagen, mit dem Sellerie hier, der nochmal 45 Kalorien hat, ganz wichtig zu beachten, nicht? Aber ich würde sagen, ich sage euch einmal ganz kurz ciao, bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen unterhalten können. Ich habe auf jeden Fall Spaß gehabt an dem Video und euch zeigen dürfen, wie ich mich so ernähre. Ihr habt gestern gesehen, ich esse sehr, sehr viel. Aber ich mag halt Essen sehr, muss ich zugeben. Ich hoffe trotzdem, ihr habt irgendwas mitnehmen können, wie ich mich ernähre, irgendwas abgucken können, dies, das. Wenn nicht, dann eben nicht. Ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag, eine schöne Woche oder ein schönes Jahr 2019. Also Freunde, Prost darauf, haut rein. Euer Samuel Lift ist out of lifting, Freunde. Ciao. Lecker.